Die Prognose für das Novemberwetter ist ziemlich spannend, denn es gibt zwei Varianten schon für den Beginn des Novembers, nämlich einmal dieses graue Schmuddelwetter hier, teilweise sogar mit Schneematsch und Wintereinbruch, oder eben dieses wunderbare goldene Wetter, das uns sozusagen eine Verlängerung des goldenen Oktober bringt. Das sind eben diese beiden Varianten. Die erste Variante, die geht aus von einem Tief hier über den Mittelmeerraum, das hier krasse Regenfälle bringt, zieht dann hier Richtung Italien und jetzt dreht es über den Balkan nach Norden und zieht dann Richtung Polen. Gleichzeitig kühlt sich's deutlich ab und saugt Kaltluft zu uns nach Deutschland. Diese Kaltluft kommt aus Russland und da kann es dann teilweise richtig bis in tiefere Lagen mal Schnee oder Schneematsch geben. In höheren Lagen könnte es dann auf jeden Fall weiß werden. Für alle gibt es aber ziemlich nasse Zeiten. Die zweite Variante, da zieht dieses Tief auch erstmal Richtung Italien, aber dann weiter Richtung Griechenland und Türkei, schwächt sich dabei ab. Gleichzeitig baut sich ein riesiges Hoch auf über Mitteleuropa und das bringt uns trockenes Wetter, in tieferen Lagen eventuell Nebel, aber in höheren Lagen auf jeden Fall richtig goldenes Wetter. Nachdem die Auftaktprognose für den November eher so ein bisschen Kaffeesatzleserei war, geht's dann aber etwas sicherer weiter in der Prognose und das bedeutet dann tatsächlich ein Wetter zum gemütlich machen, denn es kommt doch sozusagen die Kaltluft von Nordwesten dann ein bisschen zu uns rein. Das Hoch schiebt sich hier etwas raus Richtung Spanien. So sieht's jedenfalls das CFS, das Klimamodell des amerikanischen Wetterdienstes. Also wir werden dann etwas nasseres Wetter bekommen, eventuell in den Bergen auch wieder mal Schnee. Ansonsten aber ist es auf jeden Fall erstmal Regen und dann schauen wir auf die dritte Dekade im November. Da baut sich von Südosten her ein Hoch bei uns auf. Das bringt uns recht stabiles Wetter dann für Ende November. Heißt allerdings in den tieferen Lagen doch ziemlich viel Nebel. In den höheren Lagen könnte es nochmal richtig schön werden. Also wir sehen, die Prognose für den November ist alles andere als einfach. Ich hoffe, dass sie mir nicht auf die Füße fällt.